Hallo, seid gegrüßt. Hallo. Wir sagen jetzt kurz an dieser Stelle Hallo, denn wir haben uns für einen spontanen Ausflug hier in Mönchengladbach entschieden. Und wir kommen jetzt auch in diesen unheimlich tollen Graffiti-Tunnel zu. Das heißt, ihr seht jetzt Tunnel. Aber kein Graffiti mehr, weil das ist alles sauber gemacht worden. Und da sitzen leider Leute, deswegen können wir da jetzt leider nicht filmen. Verdammt! Ja. Aber ihr seht uns gleich wieder. Diesen hässlichen Tunnel findet Jenny ja schön, ne? Ich finde ihn mega. Ja, wir sind jetzt im Park. Mit der Sonne im Rücken, ihr seht uns also mit ganz Sonne verdunkelt. Im Rücken. Und noch mehr im Rücken und noch mehr. Hallo, wir sind's. Ja. Wir befinden uns hier vor dem historischen Hexenmäuerchen. Hexenmäuerchen nennt. Ich nenne es immer Hexenmäuerchen. Stadtmauer. Und wir sind jetzt im Park und die Leute liegen hier alle total platt und das Wetter ist schön. Ich dreh mich mal, ihr seht das jetzt ganz unauffällig. Ja. Im Gero-Park sind wir jetzt gerade. Immer wenn ich von Weitem drauf zugehe, ich denke immer an Hexenmäuerchen. Das ist ein Hexenmäuerchen. Also ich muss sagen, hier am Gero-Weiher ist es eigentlich sehr schön. Leider eben wie so oft durch Hundescheiße alles zugemacht. Und hier hängt auch teilweise ziemlich komische Leute rum. So wie wir. So wie wir, ja. Und heute ist Happy Kadaver, oder wie es heißt. Ja, heute ist Happy Kadaver und wir sind... jetzt hast du mich rausgebracht. Ja, jetzt kommen die ganzen Hunde da an. Wir gehen ein Stückchen weiter. Oh, und von vorne kommen auch Hunde. Hilfe! Aber es ist wirklich eigentlich ein schönes Plätzchen hier. Auch wenn man da jetzt mal so sieht. Da wollten wir letztens noch essen gehen. Das ist das Schlimme übrigens am Gladbacher Gero-Weiher. Ich meine, die bemühen sich gerade, das hier ein bisschen in Ordnung zu halten. Aber das ist hier wirklich ein riesen Hundescheißhaufen. Man hat immer Probleme, sich irgendwo hier ins Grüne, aufs Gras zu setzen. Ja, das stimmt. Man muss aber auch generell hier immer auf den Boden gucken, weil da immer irgendwelche Häuschen sind oder so. Das Ding ist so zugeschissen manchmal, ist wirklich furchtbar. Und ihr müsst euch gleich mal unbedingt diesen Anblick da angucken. Das zeigen wir euch auch, also wo es da so, wo man auf die Kirche guckt. Und in der Kirche waren wir, da waren wir ja Silvester drin in der Kirche. Mega schön, sag ich euch. Mega schön. Hast du uns noch was zu erzählen? Wir sind gerade jetzt. Ja, ich bin. Ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob ich meine Tasche vielleicht mal anders nehmen soll. Ach so, Jenny ist gar nicht in Gedanken bei euch, sondern bei ihrer Tasche. Nee, eben. Ich sehe nämlich, dass ihr wollt mich auch ohne Tasche sehen, ne? Also ist besser. Das ist immer so doof. Also man hat ja immer, kennt ihr das als Frau? Also eigentlich nimmt man als Frau die Tasche ja so. Das stört mich aber immer, weil die dann immer von der Schulter rutscht. Aber wenn ich das so drüber mache wie jetzt gerade, dann hat man immer diesen blöden Gurt da. Das zerstört das Kleid. Erst wollten wir zu Hause den Tag gemütlich verbringen. Jenny am Bügelbrett mit ihrem Malbuch aber, nicht zum Bügeln. Das ist mein Maltisch quasi. Weil sie sitzt bei mir am Bügelbrett und malt. Ich habe auch eine Tasche um den Arm. Die hängt so. Ja. Und dann haben wir gedacht, ach, das Wetter ist so schön, wir gehen ein bisschen spazieren, ja, also vielleicht ist einen Kaffee schön trinken. Wie ihr seht, kann ich so im Kleidchen draußen rumlaufen und so. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. Sieht nett aus, ja. Ja. Ja, und da ist das, da müssen wir auch noch mal hinter das Gitter gucken. Hinter das Gitter gucken? Ja. Ich zeige euch das alles mal. Das ist super spannend, da gehört eigentlich ein Turm hin. Der ist nicht mehr da. Wupp, da haben wir es. Das Gitterchen mit Brennnessel. Ja. Ja, irgendwie haben wir immer die Sonne im Rücken. Jetzt gehen wir gerade hier in diesen Skulpturgarten. So, jo. Sonne ist verschwunden. Und wo meine Lieblingsskulptur ist, und zwar der Penis. Der Penis, der rosa Penis. Wisst ihr, ich stelle mir so vor, dass man so da drin so, also stellt euch das vor, da drin ist so ein Häuschen, da stelle ich mir so einen Ofen vor und in dem Ofen ist so Brot, alles frisch, weißt du, so richtig so ein Hexenbackhäuschen. Dann machst du da Lachs und so am brennenden Feuer und und jetzt denk nicht an die Hexe aus Hänsel und Gretel, so Kinder, komm, das meine ich natürlich nicht, sondern Brot, Lachs, lecker, gemütlich und mit Kräutern, so eine richtig schöne Kräuterecke. Boah, ich möchte jetzt mein Hexenhäuschen hier haben. Ja. Also da möchte ich das bauen. Da drin möchte ich das bauen. Komm. Oh nein, hier ist O. Sorry, hier ist ein Megahaufen. Oh nein, hier ist O. Ein Megahaufen. Ja. Ich finde ja die Kugel hier vorne cool, aber auch irgendwie gefährlich. Stell dir mal vor, man fällt davor.
Moment. Hup. Kugel. Und da hinten Penis. Und jetzt kommen wir zur Sensation, dem Münster. Dem Münster. Wir gehen jetzt hoch zum Münster. Wir gehen jetzt einfach hier, wir gehen hier rum. Oder gehen wir hier rum? Was denn jetzt? Geh mal. Du musst das so schön anpreisen. Achso, wir gehen hier rum. Jenny, komm. Oh. Und ich werde jetzt den rosa Penis anpreisen. Und bitte sehr. Der rosa Penis nochmal ganz. Und das Münster dahinter. Wuppada, wuppada. Ist das nicht schön? Und dieses tolle Kunstwerk davor. Ja, das zerstört es. Wobei ich muss sagen, ich mag das Teil. Ja, das ist so eins der wenigen komischen, skurrilen Kunstwerke. Das passt aber nicht zur Kirche. Doch, ich finde es irgendwie cool. Also das ist eins der wenigen komischen Kunstwerke, die wir hier in Gladbach stehen haben. Wir haben ja dieses moderne Museum da mit furchtbarer Ausstellung. Vielleicht filmen wir da auch irgendwann mal. Trotzdem aber passt das nicht zur Kirche. Doch, ich finde es irgendwie Nein. cool. Doch, es passt. Nein. Dieser Farbton, dieser Rostton. So. Aber das ist eine nackte Frau. Das die ist doch gar nicht drin. Nackt. Guck mal, die hat Stöckelschuhe an. Ja, Stöckelschuhe, der Rest ist und aber nackt. Und man sieht nichts nackt. Ich sehe keine Nippel oder Wer so. Wer sagt, das ist nackt? Ist ich. Das nackt? Das ist nicht nackt. Schreibt in die Kommentare, die ist nackt. Guckt euch an. Die ist nackt. Ich zoome sie an. Da sieht man auch sogar die Tittchen. Aber man sieht keine Nippel, die hat nur die ein enges Shirt an. Die ist nackt. Vielleicht sogar schwanger, man weiß es nicht so genau. Ja, so ist das mit der Kunst. Man muss ja, es nicht immer verstehen. Ne? Aber Moment. Du musst jetzt hierbleiben, wir stehen ja jetzt vor der Mauer. Achso, wir stehen jetzt vor der Mauer. Ihr seht Mauer. Ich hoffe, wir werden nicht erschossen. Eine weitere Mauer. Ich finde Mauern hier so schön. Ja, und hier war gestern eine Königin tatsächlich. Ja, die Silvia die haben war wir verpasst. So, ne? Ich war shoppen und habe die Königin verpasst, weil er mir nicht gesagt hat, dass da so eine ist. Also, ich würde ja auch manchmal gerne nicht in einem Schloss wohnen, sondern in einer Kirche. Also so Kirchen sind manchmal sehr hübsch. Und es gibt ja auch so alte, ausgebaute Kirchen, wo Leute drin wohnen. Das fände ich toll. Wollen wir uns nicht sowas holen, Schatz? Weißt du, weil da dann Heizkosten drauf geht? Aber so riesig. Und dann rufen wir uns mal gegenseitig an und sagen, Schatz, Essen ist fertig. In welchem Westflügel oder Nordflügel oder Ostflügel befindest du dich von der Kirche? Ja, ich bin gerade im Westflügel. Ich komme runter. Da musst du so einen Turm runterlaufen zum Essen oder so. Ach, schön. Geh mal aus dem Bild. Wir wollen jetzt ein bisschen Ruhe genießen. Ne? Hört ihr die Vögel zwitschern und so? Ja, hört mal Vögel zwitschern. Die höre ich im Kopf. Die hört sie wirklich im Kopf. Boah, die Sonne knallt. Es ist total schön. Jetzt gehen wir zum Museum hoch. Aber ich sag ja immer, ich möchte nicht zu viel Sonne haben. Ich will nämlich nicht zu braun werden. Also ich bin zum Glück ein Mensch, der nicht schnell braun wird oder generell eigentlich sehr wenig braun wird. Das finde ich auch gut so. Ich mag meine vornehme Blässe. Ich möchte euch diese Hochhäuser zeigen. Er sagt, das ist kein Hochhaus. Ich sage, das ist schon hoch genug. Und deswegen zeige ich euch das jetzt. Und zwar das ist das Museum. Da waren wir auch schon drin mal. Ja, das ist cool. Das ist riesig. Und da links neben ist ja auch ein sehr hohes Haus. Das gehört noch dazu. Guckt das ist euch das, das also, an. Also, so, jetzt geht's ab. Mönchengladbach, die Stadt im Grünen, der ja, Beweis. Das sieht so gut aus. Moment. Das sieht idyllisch aus. Und wir kommen jetzt hier in einen dunkleren Bereich, der schattiert ist. Schattiert? Ist das nicht romantisch Stick. Hier? Ist das nicht romantisch? Der ist schattig wie meine Süße. Ja, genau. Er liebt mich trotzdem. Stimmt. Vielleicht auch gerade deshalb, weil es ein bisschen schattig ist. Ja, aber guckt euch das an, da ist irgendwie so ein Zipfel mit Mülleimer. Guck mal, da ist ein Zipfel mit Mülleimer. Und hinter uns ist mir heute erst aufgefallen, ich weiß nicht, ob das schon länger da steht, aber ich war auch schon länger nicht mehr hier oben auf dem Platz, dieses Gebilde, diese Skulptur, dieses Metallteil hier, das stand früher da, wo jetzt das Minto steht. Da war ja früher das Stadttheater und davor stand dieses metallerne Gebilde. Damals komplett mit Graffiti zugeschmiert, wie leider immer alles. Aber hier neu aufgefrischt und steht es jetzt und schlummert. Einmal rumgegangen.
Von 1970 ist das Ding und in meiner Jugend saß ich da so oft zwischen, als das noch da am Stadttheater war. Also machen wir das jetzt auch. Jenny wollte unbedingt wieder vor die Mauer sich stellen. Ja, warum bin ich denn jetzt auf der Sonnenseite des Lebens? Ich will in den Schatten. Ja, auf jeden Fall ist die Mauer schön. Seht ihr das? Ja. Und ich hatte recht, dieses Ding hat wirklich Mülleimer. Achso, der Zippel. Das ist eher ein Blumenpott. Rote. Spinnen. Spinnen? Ja, wie geil ist das denn? Wie geil, rote Spinnen. Stellt euch die mal in riesig vor, das wäre mega Horror. Ja, jedenfalls mag ich Mauern. Irgendwie habe ich eine Affinität zu Sie Mauern. Sie läuft auch öfters davor. Ja. Ja, ich bin früher mal dreimal gegen dieselbe Laterne gelaufen. Ich habe es einfach nicht gelernt. Ich weiß nicht, warum das mir passiert ist. Aber ich bin dreimal gegen dieselbe Laterne gelaufen. Ich weiß nicht, warum das so war. Wahrscheinlich war ich vom ersten Mal Schlag schon so verwirrt, dass ich dann nochmal davor gelaufen bin. Also das rote Ding hier, nicht das rote Ding, das schwarze Metallgerüst. Wir hocken tatsächlich dazwischen, ähnlich ist wie ich früher in meiner Jugend dazwischen saß. Aber wir wollten uns jetzt nicht dagegen lehnen, weil das Ding ist wirklich... Voller roter Spinnen. Ich also ganz viele kleine, überall hier. So haben. Kleine rote Spinnen, wie krass ist das denn? Stellt euch die mal in riesig vor. Ja. Mir ist das einmal tatsächlich passiert beim Lesen. Und dann noch an der Bushaltestelle, wo die Leute da alle saßen. Die haben sich köstlich amüsiert. Ich so am Lesen und vor so eine blöde Stange da. Ja, das ist ja heutzutage sowieso gefährlich. Die ganzen Leute mit ihren Handys und so. Man achtet ja auf nichts mehr. Ja. Nee. Aber es war kein Handy bei mir, es war tatsächlich noch ein Magazin, was ich am Lesen war. Dabei. Ja, das war noch so. Danach hattest du Matschbirne. Das war noch die Zeit, als man Magazine las und nicht die ganze Zeit auf sein Handy guckte. Ja, das stimmt. Ich habe früher auch noch Magazine gelesen. Das tust du da heute noch? Ja, stimmt. So, gut. Ist blöd so zu hocken. Ist unbequem. Und ihr habt gerade verpasst, wie mein Rock hochgeweht ist. Oh, warte, mach nochmal. Nein, jetzt ist nicht mehr. So, da nochmal das Museum hier. Das ist eigentlich ein cooles Gebäude, also von innen richtig tolle Räume. Oben ist so cool. Wir stehen ja jetzt gerade auf so einem Hochhaus oder so. Aber das Kunstzeug da drin ist echt nur Schrott. Ich hab's gesagt. Okay, nicht halt im Auge des Betrachters. So, nochmal ein kleiner Schwenk. Das Museum. Also es ist eigentlich schon ein cooles Gebäude. Es ist ja auch ausgezeichnet für seine Architektur und so. Und von innen richtig tolle Räume. Aber die Kunst da drin, ja, ist nicht meins. Hier kommen wir zu noch einer coolen Treppe. Ich finde, die sieht irgendwie cool aus. Aber guckt euch mal die Mauer hinter mir an. Die ist auch Wahnsinn. Cool. Aber die ist eng, die Treppe. Die ist richtig eng. Die sieht irgendwie lustig aus. Das ist so. Seht ihr das so? Das ist überhaupt alles recht cool hier mit den ganzen Gängen und so. So, Jenny wartet schon wieder in der Ferne, ist schon wieder vorgerannt, weil ich bin ja zu langsam. Ha! Aber schön ruhig hier oben gerade. Wir sind gerade auf dem Hochhausdach. Wir sind auf dem Hochhausdach. Naja, wir sind auf dem Museumsdach. Ja, und jetzt sitzen wir. Ja, ich wollte nur mal kurz sitzen, bevor wir diese unheimlich schöne Treppe hochlaufen. Zu dem Hochhaus. Ja, also ich muss ja sagen, dass Mönchengladbach wirklich, obwohl Mönchengladbach eine Großstadt ist, unheimlich viel Natur hat. Und das ist eigentlich sehr schön, weil man eine Mischung aus Moderne und Alten hat. Und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön, wenn eine Stadt sowas hat. Und ja, da ja Mönchengladbach auch das Wort Mönch schon beinhaltet, also es ist ja auch hier alles sehr kirchlich gehalten, viele Kirchen sind hier und man sieht hier ja auch öfter Nonnen, was ich total cool finde. Bei uns sehe ich ganz selten Nonnen, okay, im Dorf bei uns sowieso nicht, aber hier sind auch öfter mal Nonnen, die rumlaufen und das finde ich irgendwie richtig cool. Ja, ich finde das richtig spannend hier. Sieht auch cool aus da mit dem Münster. Ich habe aber gerade ein bisschen Nasejucken, merke ich. Ja, guckt euch das mal hier an. Ich nehme euch mal mit. Kommt. So, Jenny nimmt euch mit. Erstmal hier. Was ist da? Befindet sich nur Wand. Nur Wand? Seht ihr, nur Wand. Und hier befindet sich Gitter. Mein Handy liegt auf dem Boden. Oh. Da hätte ich schon Schock gehabt. Ich hätte sofort schon geguckt, ob es kaputt ist. Er nicht. Nö. Er lässt es liegen. Ich muss nur aufpassen, dass ich es nicht vergesse, wenn ich aufstehe. Wenn jetzt gleich hier jemand langläuft, dann... Jo. Ja. Gehen wir weiter, wa? Ja. Und hier befindet sich Gitter. Das sieht nett aus. Mit. Das sind die Schulen, ne? Die... Ihr habt doch immer, das ist so für eine Schule. Schulen. Nimm's doch auf. Ja. Und da befindet sich nochmal Gitter. Ach so, und ich wollte morgen...
was wolltest du? Ja, erzähl ruhig weiter. Ja, morgen kommen wir ja wieder shoppen. Morgen ist ja auf und ich wollte morgen unbedingt wieder in den Kostümladen. Schon mal, weil es gibt hier das ganze Jahr über Halloween-Sachen. Das ist so toll. Wenn es an mir ginge, wäre das ganze Jahr über Halloween. Und das ist so toll, dass es hier Halloween-Sachen gibt. Immer. Jeden Tag. Jede Stunde. Jede Sekunde. Nonnen Mönche Halloween. Aua, mich hat irgendwas gepiekst. Ich glaube, mich hat was getroffen. Oh. Ich glaube, es war nur ein Marienkäfer. Ein Marienkäfer hat Jenny getroffen. Der Andreas hat mich gerade auf was gebracht. Er hat gesagt, das Gebilde, was ihr jetzt gleich sehen werdet, sieht aus wie aus Alice. Er hat nämlich recht. Es sieht nämlich aus wie das Podest, wo die rauchende Raupe drauf sitzt. Weil das sieht nämlich auch so ein bisschen wie so eine Shisha-Pfeife aus, was die Raupe ja auch hat. Und dieses, da stelle ich mir die so richtig vor. Stellt euch die rauchende Raupe aus Alice im Wunderland vor. Und jetzt guckt euch das Gebilde an. Da haben wir es, die Shisha-Pfeife. Seht ihr die Raupe, die da drauf sitzt? Aus ja, Alice? Hier, da ist noch der Arsch ab. Alice? Ja. Das ist mega. Gut, dass du das gesagt hast. Jetzt finde ich das richtig geil. Und dann die Mauer dahinter. Ja. Wahnsinn. Mega. Ich brauche einen längeren Arm. Hallo. Ich habe ja eigentlich zig Selfie-Stangen mittlerweile, ne? Denkst du, ich nehme mal eine mit oder denkt ihr aber? Ja, aber das wird... Moment, Moment, ich fange es euch ein. Nee, ist weg. Ja. Da seilt er sich vor uns gerade eine Spinne ab, so richtig so... Ich wollte es euch noch zeigen, dann ist er runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ich sie gerade irgendwo an den Klamotten kleben habe, aber... Ich bin gespannt auf Jennys Gesichtsausdruck in der Kamera. Oh hab nein, ich, nicht ich gesehen. War gerade so idyllisch. Ich hoffe, da ist ein cooler Ausdruck bei rumgekommen. Dann mache ich Zeitlupe. Wehe. So Slow Motion. Wehe. Boah, ich werde dieses Video verbieten. Das war so eine Spinne. Und vor allem lief ich erst so idyllisch da so lang. Schön ruhig hier. Ja, und gerade hier so richtig still. Jenny meinte schon, hier könnte man cool so ein, wenn ich halt die Kamera nicht richtig so cool so ein Dance-Video machen ja, oder so. Ja, weil ich habe mir schon echt überlegt, mir auch mal so einen Tanz noch mal zusätzlich beibringen zu lassen, weil meine Schwester ist ja Tänzerin und also die ist Hip-Hop-Tänzerin und die könnte mir ja auch mal so ein paar Moves so beibringen und so. Da könnte ich mal hier so ein richtig cooles Dance-Mucke-Video machen. So. Wäre ja auch cool, oder? Ja, kaum betreten wir die City, ihr seht sie hinter uns, ausgestorben. Ja. Ist die Sonne weg. Und die Sonne ist weg. Ja, und der Wind kommt. Ja, also wirklich richtig heftig. Das war jetzt also aber, so richtig Kontrast. Ist aber nur eine dicke Wolke gerade vor. Die geht jetzt gleich wieder weg. Wir sind jetzt im Schatten. Oh, und mitten auf der Straße kein Bus, die sie hier sowieso mal abschaffen könnten, die blöden Busse mitten in der City. Ja, aber die City aber, an sich ist cool. So, wir verlassen das Grundstück des Museums. Auf der anderen Ficken. Seite wird wieder fleißig gebaut. Ficken macht lustig. Du. Und wir haben ja heute Feiertag, deswegen ist hier so leer. Aber morgen wird hier wieder richtig was los sein. Ja, und morgen werde ich mich da auch wieder befinden. Ich werde wieder Tüten schleppen. Genau. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob wir ein Plätzchen finden zum Kaffee trinken oder so. Ja. Oder ein Bierchen vielleicht. Ich glaube, ich gönne mir mal ein Bierchen. Mal gucken. Er gönnt sich ein Bierchen, ja. Ja. Hier habt ihr wieder Wand. Wand. Jenny und ihr Wandbier. Die geht bis oben. Ja. Aber hier ist schön schattig, hier ist angenehm. Wir haben gesüppelt. Also ich habe ein Bierchen gesüppelt. Ich eine Maracuja-Schorle. Ich merke es gerade auch ein bisschen bei der Sonne. Ich trinke ja nicht so viel. Er ist total betrunken. Das stimmt nicht. Ich bin total betrunken. Nein. Aber es schlägt bei mir sehr schnell an, vor allem wenn die Sonne scheint, da ich, wie erwähnt, nicht so viel trinke. Also es kommt selten vor, dass ich eigentlich mal was trinke. Nur so, wenn es richtig heiß ist, dann hat man doch mal Lust auf ein Bierchen.
hast du die Wege auch, die so, ja, ich glaube, so 1,5 Meter breit ist immer so ein Stück und dann kommt eine Stufe. 1,5 Meter laufen und eine Stufe. Ich hasse das. Warum machen die das nicht einfach in einem durch? Glatt. Jenny ist schon viel weiter, weil sie kann sich nicht mehr bremsen. Dabei ist hier Mauer mit Graffiti. Und Jenny sagt gar nichts. Normal klebt sie direkt mit dem Gesicht an der Mauer, wenn sie sowas sieht. Ja. Ja, das ist aber nicht. Stimmt, aber ich bin jetzt gerade beschäftigt mit hier runterlaufen. Ja, so ist sie runter. Ja! Damit ich hier nicht auf die Nase fliege. Ja. So, ich hab's geschafft mit dem Laufen. Ja, wir sind unten. Ich bin unten angekommen, ich kann wieder reden. Ich finde die Gebäude hinter mir, finde ich recht cool. Dann könnte ihm gefallen, da zu wohnen. Ist jetzt nicht unbedingt Jennys Stil. Sie mag es lieber gar etwas nicht. Älter. Gar nicht, aber ich finde die, irgendwie. Ne? Ja, ich mag sie lieber älter, das stimmt. Ich mag es lieber älter. Ja. Nein, aber das stimmt, das wird zu modern da hinten. Ja. Und hier diesen Berg, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich früher so Schulzeit im Winter sind wir da gerne mal mit dem Schlitten und so oder irgendwas unter den Arsch gepappt und dann sind wir da runtergeschlittert. So. Wir sind jetzt wieder hier im Park, wo alles angefangen hat, wo alles begonnen hat. Und genau. Da beenden wir das Ganze jetzt auch. Genau, wir gehen jetzt. Ja, und machen uns jetzt lecker was zu essen, schmeißen. Ja, wir werden heute selbst Pizza machen. Pizza mit Belegen und so. Puh. Ja, mit Belegen, also für mich mit Käse. Bei mir, ich versuch's mal mit Ananas und Schinken und so ein Krams. Mal gucken. Wo rennt sie hin? Bleib stehen. Ich halte dich. Ich kann nicht. Jenny ist mit Laufen beschäftigt. Ja. Kann ich beides auf einmal. Das geht, bin ich Multitasking. Jo. Na gut, dann bis die Tage. Ne? Ciao. Tschüss.